Willkommen zurück zu Turboprop Flight Simulator. Heute geht's mit dem Freiflug weiter. Und zwar habt ihr mir vorgeschlagen, ich soll auch mal was mit dem Amphibienfahrzeug machen. Das APC, ja. Und zusammen mit dem XV-40, also dem VTOL. Und was ganz interessant ist, ist, dass dieses Flugzeug hier aus dem Wasser heraus starten kann, weil es eben senkrecht starten kann. Und das APC, also ja, es ist halt einfach ein Amphibienfahrzeug, es kann auch im Wasser fahren. Und das wollen wir jetzt auch mal versuchen. Und zusätzlich dazu habe ich mir hier den Hauptflughafen gekauft. Der liegt halt ganz nah am Wasser, was nützlich ist. Und jetzt fliegen wir mal los. So, hier haben wir das Flugzeug. Und ich würde sagen, wir laden das Auto mal hier, das Amphibienfahrzeug, ein. Einfach eine kleine Kurve fahren. So. Und dann noch ein bisschen geradeaus. Und rein mit dir. So. Sollte funktionieren. Oh. Kann ich hier noch durch? Dankeschön. Und dann machen wir hier die Rampe zu. Und dann. Oh. Hier ist die Tür auch noch offen. So. Einmal zu. Und dann gehen wir mal hier rein. Und aktivieren die Triebwerke. Automatische Bremsen. Und dann schauen wir einmal auf die Karte. Ah, okay. Wow, das Meer liegt geradeaus. Also Schub. Und dann vorwärts. Dann würde ich sagen, machen wir gleich einen Cargo Drop. Gleich ins Meer mit dem APC. So, wir sind über Meer. Stopp. Und bremsen. Dann haben wir hier Cargo Drop. 1 von 1. Und da fliegt jetzt das Amphibienfahrzeug ins Wasser. Und dann würde ich sagen, landen wir auch mal. Bisschen weiter vorne natürlich. So, ein bisschen weiter nach vorne. Dankeschön. Das Fahrwerk machen wir auch rein. Da wir jetzt landen wollen. So, 300 Meter bis zur Landung. Ich schau mal nach unten. Okay. Gas geben. Und platsch, sind wir im Wasser gelandet. Und wir wackeln ganz schön. Fällt mir nicht so. So, wir müssen einmal bremsen. Und das Amphibienfahrzeug ist auch schon im Wasser. Direkt neben uns. So, dann machen wir das mal so. Und dann machen wir hier Cargotür auf flach. Oh, da kommt jetzt das ganze Wasser rein. Ganz schlecht. Ganz schlecht. Oh Gott. Raus, 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 raus. Okay. Okay, wir leben noch. Ja, wir leben noch. Alles in Ordnung. Alles in Ordnung. So. Okay, wir leben noch. Gut. Wie wär's mit einer sanften Landung? Einer vorsichtigen Landung? So, ein bisschen nach vorne würde ich schon. Und dann versuchen wir erneut zu landen. So, noch ein Stück. Genau. Und jetzt lassen wir das mal so.
und bremsen. Ich würde gerne bremsen. So. Aus. Okay. Dann gehen wir mal nach hinten. Und es ist wieder hier Wasser drin. Toll. Diesmal machen wir nur eine kleine Tür auf. Das Wasser beginnt wieder. Ah. Ja. Also ich habe es eigentlich schon mal ausprobiert. Es hat eigentlich auch ganz gut geklappt. So. Okay. Dann lassen wir es erstmal so fliegen. Und lassen wir es mal ein bisschen niedriger fliegen, so. So, dass man vielleicht noch einsteigen kann. Dann machen wir Cargo-Rampe. Und gehen noch ein bisschen tiefer. Ja, so ist gut. Oder auch nicht, weil wir gleich wieder sinken werden. Aber jetzt. Kommen wir da noch rein? Ich weiß nicht. Bisschen. Nein, wir kommen da nicht rein. So, bremsen wir. Bremsen, bremsen, bremsen. Und dann gehen wir mal raus. Funktioniert das so? Ja, funktioniert. Und dann, wo ist das APC? Da. Da ist es. Da schwimmen wir mal rüber. Das Amphibienfahrzeug. Und fahren wir. Und jetzt können wir hier tatsächlich einfach rumfahren. Wie mit dem Schiff. Wir liegen ein bisschen tief, glaube ich. Aber das funktioniert auf jeden Fall. Und Rückwärtsgang. Ja, funktioniert auch. Okay, ich weiß nicht. Also ich habe es noch nicht ausprobiert. Das ist, glaube ich, ein bisschen sehr gefährlich. Ich versuche jetzt nämlich hier reinzukommen. Ich bin natürlich sehr schräg dafür jetzt. Rückwärtsgang. So. Okay. Und Vorwärtsgang. Hat nicht ganz geklappt. Nochmal Rückwärtsgang. Fahr, fahr, fahr. Genau. Und jetzt rein. Komm schon. Okay, wir hängen fest. Oder? Ja, wir hängen fest. Super. Komm schon. Gib Gas. Genau. Und versuchen wir es nochmal mit voller Kraft. Nein. Hat nicht geklappt. So, ein bisschen nach rechts. Ein bisschen nach links, genau. Oh, jetzt haben wir uns schön gedreht. Ich will einfach nur da reinkommen. Ja, das ist mein Ziel. Und dann schnell losfliegen, wenn wir dann anfangen zu sinken. Okay, das ist ganz schlecht. Brems. Genau. Einmal drehen. Nicht zu viel. Und dann warten wir kurz. Und Gas. Gas, 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 Gas. Okay, es klappt nicht. Ich hatte es gehofft. Gut, dann bleibt uns nur eine Lösung. Steigen hier aus. So, kommt wieder rauf. Und dann sind wir hier drinnen. Dann angeln wir uns eben das APC. So. Hoch. Und zwar nutzen wir jetzt hier den Cargo Hook. Den habe ich mir auch geholt. So, bisschen weiter zurück. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Okay, es funktioniert.
Sehr schön. Und dann hoch. Und dann bringen wir es mal zurück zum Land. So. Das wird klappen, oder? Weiß nicht. Das wackelt bestimmt jetzt unten. Oh, wow. Ja, es wackelt sehr doll. Ich würde vielleicht noch ein bisschen höher gehen. Nur so zur Sicherheit. Und jetzt bremsen wir mal. Und dann versuchen wir das Ding wieder zu landen. Okay, so. Ja, also. Ich habe zwar, glaube ich, keine Hoffnung, dass wir es gelandet kriegen. Aber wir können es ja mal trotzdem versuchen. Ja, wir können es auch einfach wieder ins Wasser schmeißen. Das geht natürlich auch. So. Okay, es ist schon ganz dicht über dem Boden. Nee, das wollte ich jetzt nicht. Und es ist weg. Okay, wir haben es kaputt gemacht. Das hat nicht so geklappt, wie ich es wollte. Gut, dann landen wir zumindest hier. Flugzeug. So. Und da haben wir es auch gelandet. Perfekt. Und bremsen wir. Ja, ist leider kaputt gegangen. Aber das kann man machen. Nochmal kurz schauen, ob wir noch irgendwas sehen können. Irgendwelche Überreste oder so. Keine Ahnung. Nö. Keine Überreste. Gar nichts. Einfach weg. Gut, dann starten wir mal neu. Und ich würde sagen, diesmal liefern wir es mit dem Haken ins Wasser. Okay? So, Pilot. Tür zu. Triebwerk 1, 2, 3, 4 an. Hoch. Automatische Bremsen. Vitor Auto Thrust. Und dann geben wir Gas. So, Cargo Hook aktivieren und dann drehen wir uns und ja, fliegen ein bisschen vorwärts und so, ja, wir sind noch ein bisschen weit weg, aber jetzt haben wir es und hoch, hoch, hoch. Ab in die Luft. Und jetzt fliegen wir ins Wasser. Oder ans Wasser. Das schwenkt schon ein bisschen. Gefällt mir nicht so. So, einfach ein bisschen nach vorne. Ah ja, jetzt schwingt das natürlich ganz doll hinterher. Hin und her, meine ich. Wir sind jetzt über dem Wasser. Jetzt bremsen. Bremsen ist leichter gesagt als getan. Weil das Ding hier hin und her fliegt. So. Brems bitte. Dann machen wir einen niedrigeren Schub. So, ein paar Meter noch. Und okay, es hat funktioniert. Naja, sehr schief war es zumindest. Jetzt deaktivieren wir den Haken. Und dann landen wir mal. Okay, wir sind gelandet. Sieht gut aus. Wo ist das APC? Da.
dann schauen wir mal, ob alles in Ordnung ist. Ist auch kein Wasser hier drin, sehr schön. Diesmal hat es beim ersten Versuch geklappt. Und eben habe ich ewig lang gebraucht. APC, komm her. Fahren. Und funktioniert wunderbar. Können auch ein bisschen driften. Ui. Ja, auf jeden Fall, man kann damit driften. Wir geben Gas. Drehen nach links. Drehen nach rechts. Und drehen nach links. Drehen nach rechts. Ja, man kann damit driften. Okay, dann fahren wir mal zurück. Da, nach da. Das driftet mir zu sehr. Unsere Festung geht gerade unter. Sehr schön. Mal sehen, können wir es noch retten? Können wir unser Flugzeug noch retten? Nein, ich komme hier noch nicht mehr hinein. Warte mal. Wo ist die Tür? Da ist die Tür. Komm schon, lass mich rein. Lass mich. Ich lasse mich nicht mehr rein. Das ist doof. Und... ah, okay, ich bin drin. Es ist schon alles unter Wasser. Schub, schub, schub. Komm schon, gib Gas. Ah, hoch mit dir. Okay. Tür zu, damit kein Wasser reinkommt. Ich habe vergessen, die Tür zuzumachen. Oh, wir haben es gerade noch so geschafft. Okay. Und dann schleppen wir es mal wieder ab. Wir versuchen diesmal, das ordentlich zurückzubringen. Ohne es dabei zu zerstören. So. Ein bisschen nach vorne. Und haben wir hoch, hoch, hoch. Sehr schön. Okay, dann drehen wir uns mal wieder zurück. Und versuchen es wieder zu landen. So, ein bisschen nach vorne. Nein, nicht so weit nach vorne. Das gefällt mir nicht. Oh Gott. Das Auto schwingt herum. Das ist nicht gut. So, jetzt sind wir wieder über der Landebahn. Deshalb bremsen wir. Ja, das Auto schwingt hin und her. Was soll man da machen? Ist natürlich doof. Wir müssen einfach versuchen, das am richtigen Moment loszulassen. Jetzt, wenn es nach vorne schwingt. Perfekt. Ja. Klappt doch. Haken. Deaktivieren. Ah, okay. Das ist jetzt eine sehr merkwürdige Anmerkung, dass wir kurz davor sind abzustürzen. Dabei stürzen wir gar nicht ab. Und... da stehen wir. Sehr gut, dann machen wir mal unsere Haupttür auf und schauen mal, wie es aussieht. So, wo ist es? Da drüben. Ah, sieht doch super aus. Und, funktioniert's? Ja, es funktioniert noch. Sehr schön. Das ist doch gut. Und, oh, 20 Minuten schon. Schauen wir mal noch kurz, was hier drinnen so ist. Aha, Fahrersitz. So ein seitlicher Sitz, keine Ahnung. Irgendein Sitz, Verbandskasten und so. Also ein ganz cooles Amphibienfahrzeug. Ja, machen wir mal wieder auf. Und wieder zu. Ist doch was ganz cooles, ja. Also es war jetzt hier ein bisschen rumgedaddelt mit dem X440, mit dem Cargo Hook und mit dem APC hier. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann schreibt das mal in die Kommentare.
Und schreibt auch mal in die Kommentare, was genau ihr sehen wollt. Also wahrscheinlich, ja wahrscheinlich hier mit dem XV40. Kann man das abheben lassen? Nein. Schade. Aber wir können noch eine letzte Sache machen. Ja, etwas Witziges, sage ich euch. Machen den Schub mal hoch. Aber so, dass es noch nicht abheben kann. Dann machen wir die Tür zu. Und hier ändern wir das. Jetzt fliegt das Flugzeug los. Oder fährt los. Nein, ich wollte nicht den Sitz. Ich wollte fahren. Okay, sehen wir es noch. Da, das Flugzeug fliegt einfach. Und es wird gleich gegen den Felsen krachen. Und komm schon. Wow, jetzt fliegt es eine Kurve. Oh, schade. Es hat nicht geklappt. Aber wohin fliegt das jetzt? Wohin fliegt das Flugzeug jetzt? Okay, hier ist ein Haus, da muss ich dran vorbei. Oh, das war knapp. Das ist das Flugzeug. Und was macht das Flugzeug? Es ist weg. Ne, da ist es. Brems. Okay, ich kann nicht Auto fahren. Was macht das Flugzeug jetzt? Ist es automatisch jetzt beim Landen? Okay, ich werde es wahrscheinlich nie wissen. Oh, kaputt gemacht. Aber es sah so aus, als würde es automatisch anfangen zu landen. Dabei habe ich den Autopiloten gar nicht angeschaltet. Hm. Ja gut, das war's mit der Folge, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und schreibt in die Kommentare, was ihr noch sehen wollt. Lasst ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal, vielleicht. Und tschüss.